Ja, hallo zusammen zur neuen Folge Gwyndorn. Blut, was? Blutgeschworen Nimia, ich weiß nicht, was du hier tust, aber du musst verschwinden, jetzt, es nähert sich. Was ist los? Lunal Valgott, der Diener der Finsternis, unser Peiniger, ich spüre, wie er sich nähert. Ja, okay, und weiter? Damit komme ich schon klar. Hallo. Hallo, dummes Vieh. Ja, war klar. Du willst nerven. Schon klar. Ja. So, Lunal, das war's. Episch haben wir nur 7. Oh, 87. Gut, dass wir keinen Elementarschaden brauchen. Und nu? Seid ihr nicht die Blutgehörigen? Warum soll ich euch helfen? Ich verstehe ja, dass der Kult in den letzten Monaten viel Schaden in Kairn angerichtet hat. Aber du musst das verstehen. Nee, ich muss gar nichts. Wir waren verzweifelt. Wir traten dem Kult bei, weil er uns Schutz anbot. Nicht, weil wir an diesen ganzen Blut- und Zornwahnsinn glauben. Wir waren nicht einmal bei der Nekropolis beteiligt. Du musst mir glauben. Ich flehe dich an. Zerstöre den runenverzierten Kristall in der Nähe und lass uns frei. Okay. Runenverzierter Kristall. In der Nähe. Okay, die Quest kann ich mich geil dran erinnern, je gemacht zu haben. Wir verschwinden von hier. Tschüss. So. Dann können wir hier wieder raus. Ja. Was ist denn hier los? Randale. Anrufung der Schatten. Von mir aus. Das war ein Tagebuch. Haben wir noch. Ja, wir müssen doch jetzt eigentlich noch irgendwo. Da haben wir noch. Das war die Anrufung der Schatten. Ja. Was denn? Kiste? Kiste, sagte ich. Und was willst du? Ja. Ja. Da sind wir ganz rausgekommen. Ja, das ist ja strange. Dann gucken wir uns doch erstmal hier unten um. Nice, Stufe 58. Ich finde es immer nur ein bisschen schade, dass es wirklich nur noch 3 Punkte sind.
So. Was? Ich habe gerade auf die Map geguckt. Entschuldige, dass ich dich ungebührlich nicht wahrgenommen habe. Was ist hier denn los? Streiterei? Eieiei, das war knapp. Aber wir müssen auf jeden Fall mehr Ätherschutz haben. Das ist mal safe. Oder mehr. Mehr. Eieiei. Mehr Schutz gegen Äther. Muss ich mir da was einfallen lassen. Wir haben ja irgendwie. Also da können wir irgendwas reintun, aber wir könnten auf jeden Fall. Da. Aber wir haben noch auf jeden Fall eine Menge frei. Werde ich mal in der Aufnahmepause gucken, was wir da basteln können. Weil Äther wird ja in diesem DLC hier auf jeden Fall noch wichtig. Weil hier haben wir nachher so viel Ätherrotz, dass es auf jeden Fall ein Muss sein wird, da auf jeden Fall mehr zu machen. Was? You want to go me on the nerves oder was? Voller Elan kam sie auf uns zugelaufen und starb. Kann man mal haben, ne? So, mal im Schlückchen trinken. Und ein Zigarettchen anzünden. So. Ja, ich weiß nicht, ob er sowas verfolgt, aber gab jetzt ja mal wieder ganz großes Tamtam auf Twitch, beziehungsweise allgemein in den sozialen Medien. Und welche Überraschung? Menschen lügen und Menschen sind nicht das, was sie vorgeben. Meine Fresse. Ja, also Geschichte, die dahinter steht, ist... Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Annie the Duck ist eine Influencerin, YouTube, Twitch. Und hat nach außen halt häufig dargestellt, dass sie ja mit den Leuten mit Depressionen Ellie ist und Saubermann-Image und ich weiß nicht was. Und jetzt kommt heraus, dass eine damalige Freundin von ihr, die jetzt irgendwie am in der letzten Woche, vor drei Tagen, nee, diese Woche vor drei Tagen irgendwann, in einem Twitch-Stream ganz schön rausgekloppt hat, muss man sagen, und hat Dinge erzählt, die waren richtig dicke befreundet, und hat Dinge erzählt, die den einen oder anderen
ziemlich schockiert hat. Und im Anschluss hat dann noch die ehemalige Freundin von dieser Annie gesagt, Reef heißt sie bei Twitch, die ehemalige Partnerin von Annie the Duck hat auch noch einiges rausgehauen. Natürlich kommen dann alle auch an, ja, und bei mir war das und jenes und welches, was davon war es oder nicht. Finde ich immer schwierig einzuschätzen, möchte ich auch gar nicht einschätzen. Ja, ich sag's mal so, das gab ganz schön auf die Fresse für Annie the Duck, weil alle im Grundsatz ähnliche Dinge erzählt haben. Ich sag's nochmal, ich kann und ich will nicht einschätzen, was nun davon der Wahrheit entspricht. Also bei Reef und bei Mauki, die beide ähnliche Dinge erzählt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es der Realität entspricht, schon recht groß, würde ich mal behaupten. In diesen Vorwürfen geht es um... Hallo? Geht es um... Ja... psychische Gewalt, Mobbing, ja, Tierquälerei, ja doch, Tierquälerei und so weiter und so fort. Wer es nicht weiß, Annie the Duck hat jetzt auch Synchronstimme bekommen in dem aktuellen Garfield-Film. Sony erwartet auch von Annie the Duck eine entsprechende Aussage zu diesen ganzen Vorwürfen. Also das zieht Riesenkreise. Also Twitch und YouTube sind voll davon. Und warum thematisiere ich das hier ganz kurz? Ganz ehrlich, diese parasoziale Gedöns, das in den sozialen Medien vorherrscht, glauben denn wirklich alle Zuschauer von YouTube-Videos oder von Twitch auf Twitch oder sowas, dass den Menschen, den sie dort sehen, dass es hundertprozentig der identische Mensch wie im Real Life ist? Glaube ich bei den meisten nicht. Bin ich ganz ehrlich, will nicht ausschließen, dass es das gibt. Aber ich glaube gerade bei den erfolgreichen Leuten, sobald Geld, also eine Menge Geld ins Spiel kommt, wird sich da so viel verändern. Das ist meine Meinung. Kann auch daneben liegen. Und will auch niemandem Unrecht tun. Aber es macht halt einfach den Eindruck. Ich meine, wenn eine Annie the Duck das wirklich gesagt hat, dass sie zum Beispiel sollte auf eine Convention gehen oder so. Und dann sagte sie wohl mehr oder minder so, ich habe da keinen Bock drauf. Zu meinen stinkenden Fans zu gehen. Zitat Ende. Wenn das stimmt, spricht das halt einfach für sich. Mal weg von den ganzen anderen Scheiß, den sie gemacht hat. Ich weiß nicht, aber das ist diese parasoziale Beziehung halt. Ne? Da sitzen in einem Stream vielleicht 10.000 Leute, einfach mal so als Zahl genannt, ohne dass ich das jetzt wirklich auf dass wirklich 10.000 sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Sitzen einfach mal 10.000 Leute vor einem Monitor, vor einem Handy, gucken einem Menschen zu und glauben allen Ernstes, dass der Mensch, den sie da im Stream sehen, genau derselbe Mensch ist wie in der Realität. Kann ich nicht verstehen. Habe ich ein Problem mit. Sag ich ganz ehrlich, das kann doch niemanden überraschen. Also ich kann für mich sagen, dass ich glaube, wenn alle Menschen so wären, nein, anders, wenn alle Menschen sich irgendwie so zeigen würden, wie sie wirklich sind, ich glaube, dann wäre das mit den Fans relativ schnell vorbei. Dann gehen wir da unten nochmal hin. Weil dann auf einmal nicht mehr die sympathische Person X ist, sondern weil das irgendjemand ist, wo man denkt so, oh, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Da kommst du da nicht runter und ich komme nicht rauf oder was? Ne, wir gehen jetzt erstmal nach unten.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, das ist ja dieses nochmal, es gibt ja diese, gibt ja auch in der Psyche diese parasoziale Bindung, die ist ja nicht erfunden. Die gibt es ja wirklich. Was ist da? Guten Tag. I hope you're ready to write the next chapter of my story. Aha. Unfortunately, this one is still a work in progress. Was macht ihr hier? Mein Bruder Travis, er ist ganz besessen von unserem Vater. Irgendwie denkt er, wir müssen uns eigentlich irgendwie sehr erinnern, ich tue es aber gerade nicht. Irgendwie denkt er, dass unser Vater uns betrogen hat, als wir noch Kinder waren und dass er uns Macht vorenthält, die uns rechtmäßig zugestanden hätte. Im Nachhinein sehe ich es als Gnade an. Es hält uns fern von den dunklen Geheimnissen, die unser Vater quälen, und von Albträumen durch Ereignisse, die er nicht mehr vergessen kann. Aber Travis sieht das nicht so. Bei seiner Jagd nach unserem Vater hat er sich unwiderruflich selbst geschadet und es sieht nicht danach aus, als ob er aufhören will. Ich glaube, dass wir da gemeinsam tun, dass wir. Ich glaubte, dass wir das gemeinsam tun sollten, aber wollte damit nichts zu tun haben. Doch diese Obsession hat schon lange genug gedauert und ich denke, dass dieser Wahnsinn aufhören muss, sollte. Ich habe Travis bis hier verfolgt, aber seine Spur ist kalt geworden. Ich kenne mehrere Spuren, denen man nachgehen kann und jetzt, da du hier bist, könntest du mir vielleicht helfen. Wenn du die Ruinen der Außenbezirke von Melmus nördlich von hier auch nach Spuren von Travis durchsuchst, sorge ich dafür, dass es sich für dich lohnt. Halte Ausschau nach allen Folianten und Notizen mit spöttischen Botschaften an mich. Travis liebt es theatralisch. Okay. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich bin so klein und unbedeutend auf Twitch oder auf YouTube. Das ist für mich gar keine Rolle spielt. Ich bin ich so. Ich muss mich nicht großartig anders verkaufen, als ich bin, weil ich dadurch keinen finanziellen was? Sichere außerhalb von Malmus, ein Riftgate? Was? Ja. Weil ich muss es nicht so tun, als wenn ich super nett bin oder sonst was. Ich bin halt einfach ich und ich sehe es auch nicht ein, mich da anders zu verhalten. Faktisch gesehen sieht das, glaube ich, wenn man wirklich Kohle damit verdient, nochmal eine Welt anders aus, weil man will ja die Kohle weiterverdienen. Und das ist gutes Geld, das die Leute verdienen. Richtig gutes Geld. So, und da sollte sich jeder die Frage stellen, es ist okay, jemanden toll zu finden, jemanden zuzuschauen oder jemanden zuzuhören, aber die Frage ist trotzdem immer, ist das, glaubt ihr wirklich, dass das der Mensch ist, der da gerade in eurem Monitor ist? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Wollte ich nur noch mal so loswerden, weil es jetzt halt diese Woche gerade akut war. Ich beende die Folge hiermit und wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Ich glaube, das ist die Mittwochfolge. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.